Momentan liest und hört man es fast täglich. Gestrichene bzw. ausgefallene Flüge, verspätete Flüge, Chaos am Flughafen, an den Sicherheitskontrollen und Koffer, die gar nicht am Urlaubsort ankommen. Das ist natürlich nicht nur besonders ärgerlich für die Urlauber, sondern kann auch richtig starke Konsequenzen haben und das vor allem für Kreuzfahrer. Und damit sage ich Hallo, hier ist wieder Melanie vom Reiseteam Royal, eurer mobilen Reisevermittlung. Ja, und damit ihr möglichst keinen Schaden nimmt oder damit eure Kreuzfahrt möglichst unberührt davon bleibt, haben wir in diesem Video ein paar Tipps bzw. auch Gedankenanregungen für euch, wie ihr die Anreise jetzt möglichst sicher im Hinblick auf, dass ihr auch wirklich entsprechend ankommt, gestalten könnt. Ja, und zwar raten wir momentan ganz klar zum Anreisepaket über die Reederei. Wo wir sonst immer sagen, muss man abwägen, wie auch immer, sagen wir in der jetzigen Zeit, macht das über die Reederei, dann seid ihr abgesichert. Also wenn ihr jetzt eine Kreuzfahrt für jetzt auch kurzfristig in nächster Zeit buchen wollt, aber auch gerne die Kreuzfahrten, die ihr so vielleicht bis Ende des Jahres, also Herbst, Winter noch buchen möchtet, wählt da so ein Anreisepaket. Denn es war schon zu lesen, dass Fluggesellschaften und auch die Flughäfen damit rechnen, dass das noch bis in den Winter hineingehen kann. Vielleicht nicht mehr ganz so krass wie im Moment, aber es könnte sich eben ziehen und von daher wäre man da auf der sicheren Seite für dieses Jahr. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr dieses Anreisepaket habt und der Flug wird gestrichen, das kann also natürlich auch da passieren, es kann auch da sein, dass ihr zu eurem Urlaubszeitraum nicht die Kreuzfahrt antreten könnt. Aber in dem Falle bekommt ihr natürlich den Reisepreis entsprechend komplett wieder, auch für die Schiffsreise. So, das habt ihr natürlich nicht, wenn ihr individuellen Flug bucht und die Kreuzfahrt einzeln. Dann sagen die auch, ja, wenn ihr das Schiff nicht erreicht, das ist ja dann nicht unser Problem. So, und diese Gefahr habt ihr dann eben nicht. Und auch wenn vielleicht das Anreisepaket in dem Falle vielleicht mal ein bisschen teurer ist, als wenn ihr individuellen Flug bucht, ist es am Ende höchstwahrscheinlich dann günstiger, falls euch sowas passiert. So, und von daher raten wir aktuell wirklich jedem dazu, sich über diese Anreisepakete abzusichern und so dann auch relativ sicher zum Schiff zu kommen, beziehungsweise wenn es wirklich nicht klappt, zumindest finanziell keinen Schaden zu haben. Ja, wenn ihr natürlich die Kreuzfahrt schon vor längerer Zeit gebucht habt und euch dann für einen eigenen Flug oder eigens organisierten Flug entschieden habt, dann ist es natürlich jetzt eine schwierige Sache, so, denn ihr habt jetzt nun mal den Flug. Was ihr versuchen könnt, ist immer zu schauen, könnt ihr bei der Airline, mit der ihr fliegen wollt, könnt ihr was umbuchen? Könnt ihr vielleicht sagen, ich fliege jetzt doch ein, zwei Tage früher? Weil gerade so Mallorca, Barcelona, wenn die Kreuzfahrten von da starten, dann ist es oft so, dass die Leute auch wirklich morgens so den ersten Flieger versuchen zu bekommen und dann abends halt aufs Schiff gehen. So, und von daher, wenn ihr sowas habt, dann auf jeden Fall versuchen, dass ihr das Ganze irgendwie umgebucht bekommt und ein paar Tage Puffer habt, so ein, zwei Tage vorher dann schon da seid, euch am Starthafen quasi oder am Startort dann noch ein paar schöne Tage macht, ein, zwei schöne Tage. So, klar, kostet Umbuchungsgebühren, wenn es möglich ist in der Regel. Man muss noch wieder Hotelübernachtung mit einbeziehen, aber wenn dann wirklich was schief geht, muss man eben schauen, was kostet die ganze Kreuzfahrt und was ist dann für ein Geld weg, denn das ist dann weg, wenn ihr individuell anreist und ja, nicht pünktlich beim Schiff seid. Von daher ist das schon was ihr auf jeden Fall versuchen solltet, da zu schauen, ob ihr irgendwas umbuchen könnt. Ja, und für den Fall, dass der Koffer dann wirklich nicht ankommt direkt und ihr den gar nicht mehr bekommt, solltet ihr euer Handgepäck, was ihr mitnehmen dürft, wirklich komplett so ausreizen, wie irgend geht. Also wenn ein Koffer mitgenommen werden kann als Handgepäckstück, diese bestimmte Größe, dann nimmt den auch mit und packt den entsprechend, ich sag mal, klug in Anführungsstrichen. Ich persönlich habe das schon immer so gemacht, weil das meine persönliche Horrorvorstellung ist, dass ein Koffer nicht mit ankommt. Und wir haben es tatsächlich jetzt auch gehabt, allerdings beim Rückflug, weil wir da auch verspätet weg sind aus Miami und beim gerade noch eben den Anschlussflug wieder in Frankfurt bekommen haben. So, Koffer hat es aber nicht geschafft. So, und für den Fall, dass das passiert, weil das im Moment ja sehr gehäuft passiert, solltet ihr in eurem Handgepäckskoffer einfach ja, so ein paar in Anführungsstrichen Outfits haben, mit denen ihr auch mal ein bisschen variieren könnt, die ihr vielleicht mal, dass ihr was habt, dann gebt ihr das eine mal in die Wäscherei oder was, wenn wirklich der Koffer gar nicht mehr aufs Schiff schafft, dass ihr so ein bisschen was habt und dann vielleicht sagen könnt, okay, dann gucke ich mal im Hafen, aber ihr müsst dann nicht die ganze Zeit nur mit Shoppen verbringen oder so, weil ihr
gar nichts mit habt oder nur ein Outfit oder manche nehmen ja auch wirklich nur ihre Handtasche mit und sagen, nee, ich habe keine Lust, einen Koffer noch in der Kabine, in der Flugzeugkabine zu schleppen oder bis dahin. Aber in der jetzigen Zeit solltet ihr es trotzdem tun und das wirklich komplett ausreizen, auch die Kilozahl ruhig gerne ausreizen und das alles reinpacken, was ihr da irgend bekommt. Unterwäsche zum Beispiel nehme ich in meinem Handgepäck mit und zwar komplett für die Zeit. Das packe ich wirklich komplett für die Zeit in den Handgepäckkoffer, dann weiß ich, dass das auf jeden Fall da ist, weil ich finde, das ist so die schwierigste Sache, das irgendwo dann zu bekommen. So, von daher sowas dann eben, natürlich eure Medikamente und zwar für die gesamte Reise am besten, dass ihr da gar nicht irgendwas nachbesorgen müsst, falls der Koffer nicht ankommt. So, diese Sachen halt, alles andere. Sag mal, wenn ein Shampoo oder so fehlt, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr auf dem Schiff was Teures kaufen müsst, weil ihr sagt, die Eigenmarke, die da immer hängt, gefällt mir nicht oder so. Aber das ist alles handelbar. Von daher spart euch das wirklich, nehmt auch gar nicht diese kleinen Fläschchen oder so mit, sondern da kann man sicher irgendwas Wichtigeres noch mit unterbringen im Koffer, dass man da wirklich drauf achtet, da solche Sachen mit drinne zu haben. Ja, wenn ihr diese Tipps beherzigt, dann ist es hoffentlich so, dass ihr zumindest euren Urlaub dann irgendwo antreten könnt. Hoffentlich auch irgendwann jetzt wieder ohne das Flugchaos. Es wäre jetzt echt mal schön, nachdem wir über zwei Jahre das Ganze mit Corona hatten und sich das jetzt so ein bisschen zumindest, was die Reiseeinschränkungen und so weiter größtenteils gelegt hat, kommt jetzt das nächste. Aber dennoch hoffen wir einfach, dass ihr alle gut in den Urlaub kommt, dass ihr nicht so viele Probleme habt und vor allen Dingen keine finanziellen Einbußen. In diesem Sinne hören wir uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.